Dann würde ich sagen, nachdem alle da sind und es auch 11 Uhr ist, fangen wir an. Schön, dass alle da sind. Herzlich willkommen zu diesem kleinen, wie soll man sagen, Preview, wie nennt man das, Uwe? Untrunk. Zu diesem kleinen morgendlichen Untrunk mit einhergehender CD-Vorstellung unseres neuen Werks Mir san mir. Und wie heißt es dann weiter? Das kannst du besser sagen. Mir san mir und mir und mir. Eine bayerisch-sächsische Freundschaftsabend. Ja. Genau. Und das ist in diesen Zeiten dringender denn je. Denn wir haben ja das Wahldebakel der CDU erlebt, in Berlin jetzt auch wieder. Ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass die Kanzlerin sagt, sie übernimmt die volle Verantwortung, dann wäre sie schon gar nicht mehr da. Aber sie hat nur gesagt, sie übernimmt Teile der Verantwortung. Teile und herrsche wortwörtlich. Ja? Also, und Kabarett lebt ja vom Wort. Und wir haben festgestellt, nachdem Seehofer gesagt hat, dass das ZDF aufgelöst werden soll, beziehungsweise ja, fusionieren mit der ARD, ja. Haben wir gesagt, da ist ein Lösungsvorschlag auch, dass vielleicht die sächsische CDU mit der bayerischen CSU zusammengeht, damit sie nicht zur AfD mutieren muss. Da hätten wir dann also sozusagen die christlich-sächsische Union. Genau. Und das ist uns wirklich Herzenssache, dass wir das Bayerische und Sächsische zusammenbringen, dass wir uns nicht auseinanderbringen lassen. Das ist in den Zeiten, ne, wo man so die Völker schon wieder gegeneinander hetzt, Freundschaft ist das Allerwichtigste. Und ich war ja am Anfang als sehr skeptisch, muss ich sagen. Also als bayerischer Kabarettist muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich habe lange den Osten nicht gekannt, als Betätigungsfeld zumindest. Sachsen ist nicht Osten. Nee, den, ja, niemand will mehr Osten sein. Also. Was ist Sachsen dann? Der Mittelpunkt. Je nachdem, wo man die Ränder definiert. Ja, das stimmt. Aber sieht man schon eine schöne Verwandtschaft zwischen Bayern und Sachsen, weil das würde der Bayer auch jederzeit von sich behaupten, der Mittelpunkt zu sein. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass das da sehr gut funktioniert, wenn man da als Bayer hinkommt und dann stößt man überhaupt nicht auf ein Publikum, das einem mit Ablehnung oder auch mit Skepsis begegnet, sondern auf ein wunderbares Hallo und ein schönes, erfreutes Kabarettpublikum, das unheimlich früh damit anzufangen weiß, was ich als bayerischer Kabarettist mache. Und so hat das eigentlich angefangen. Du ja ähnliche Befürchtungen hattest, wenn du als Sachse nach Bayern kommst. Da habe ich mir sagen lassen, das hing damit zusammen, dass am Anfang, also nach der Kehre, ne, dass da viele Sachsen in U-Bahn gefahren sind und dann angesagt haben, nächste Station Münchner Freiheit. Und dann sind die schamweise rausgerannt. Hier, das war in München, ja. Das war in München. So, dass es nach der Wende natürlich aus Personalmangel, sächsische U-Bahn- und S-Bahn-Fahrer vor allem in die Bahn, hat natürlich da Personal vom Osten rüber gegeben hat, die dann aus dem Münchner Berufsverkehr im Fahrdienst abgezogen werden mussten. Weil damals war es noch üblich, ältere Züge oder was, dass der Fahrer die Haltestellen abzieht. Ja. Und wenn der Fahrer, du sagst es also schön, nächster Halt, der Fabriker, dann gab es so einen Protest bei den Münchnern, dass diese Fahrer aus dem morgendlichen Berufsverkehr abgezogen werden mussten. Das ist ja auch interessant, da mal nachzuforschen, woher diese Ablehnung eigentlich kommt. Naja, das ist logisch, weil an den Grenzen standen meistens Sachsen. Ne? Und wenn die dann gesagt haben, Gänsefleisch mal öffnen hier, dass wir mal Nein drücken können. Also man muss dazu sagen, Sachsen war ja immer einer der beliebtesten Dialekte überhaupt. Ja, wirklich. Also als Bühnendialekt auf jeden Fall. Und dann ist es das Bayerische geworden. Und das hat auch immer was damit zu tun, wie die wirtschaftliche Kraft eines Landes ist. So sind auch die Dialekte beliebt. Und wenn man sich mal überlegt, es war ja Zeiten, da war Sächsisch-Hochdeutsch, nämlich als Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Und auch das ist ein Anlass, nach München zu kommen. Gerade in diesem Jahr, beziehungsweise ein Jahr vorher. Und das ist ja, der Verknüpfungspunkt ist ja sehr schön, weil wir haben euch ja unseren Stadtheiligen, ja. Den heiligen Benno, ja. Haben wir ja auch den Sachsen zu verdanken. Wenn du das mal vielleicht kurz... Skizzieren, also, sagt bitte. Das ist für uns Bayern oder für uns Münchner keine wirklich erfreuliche Geschichte, weil es eigentlich eine bizarre Geschichte ist, ja. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ja, also die Tatsache, und zwar Meißen gilt ja als die Wiege Sachsens. Meißen kennt man durch den durch das Meißner Porzellan. Ja. Und 1576 war der Bischof Benno Bischof in Meißen und da erreichte aber, gehen Sie ruhig ran,
Da erreichte aber die Reformation Sachsen. Und da haben die Sachsen gesagt, da entsorgen wir die Knochen, den ganzen Haufen mit den Knochen, das entsorgen wir nach München, die kaufen uns das ab. Und es ist auch wirklich so gekommen, wir haben das entsorgt nach München und seitdem beten die Münchner die Knochen von Benno an. Also wenn man es genau nimmt, ist die Reformation 500 Jahre in Verzug. Ne? Also und ich habe Gott sei Dank noch was mitbringen können. Ich musste den nur einschweißen, weil wir ja geflogen sind, da muss man alles verpacken. Einen Knochen haben wir noch mitgebracht. Vom Heiligen Benno. Vom Heiligen Benno. Der war noch in Meißen und du hast ihn jetzt mitgebracht. Ja, genau. Ich war letzte Woche wirklich in Meißen. Und da wurde nämlich gesagt, dass die CSU von Bayern, also dass die CDU zusammengeht mit der, so kein Quatsch. Und ich finde das auch in Ordnung so. Man muss das vielleicht dazu sagen, weil das ist, der ist ja relativ groß, der Knochen. Das ist der Handwurzelknochen vom Heiligen Benno, weil der sehr große Hände gehabt hat, um sie schützen, über München zu halten. Ja. Also ich finde, das war man auch abgekauft überhaupt in Sachsen. Ja. Sonst hätte man gar nicht nochmal. Und das sind doch schöne Dinge. Das sind doch Verbindungen, ja. Historische Verbindungen geradezu. Und außerdem sind wir dialektliebend und Dialekt ist immer Heimat. Und das ist was ganz Wunderbares. Und Freundschaft. Also dieses Landesmotto in Bayern, mir san mir, das hat uns begeistert, weil da steckt zweimal das Wort mir drin und mir heißt auf Russisch Frieden. Und in den Zeiten kann man Frieden gar nicht oft genug sagen. Und das ist jetzt mal ausnahmsweise kein Spaß. Und deswegen ist es ja diese schöne Doppeldeutigkeit. Habe ich übrigens auch gelernt, weil das ja anders heißt bei euch, das Kleidungsstück. Und wir sagen ja, vielleicht, wenn du mir das mal ich geb dir gibst, dann hat mir ja netterweise auch eins mitgebracht. Ein Niki. Das heißt ja bei uns T-Shirt, dieses Kleidungsstück. Und da habe ich zum Beispiel schon eins dieser wunderbaren Worte gelernt, das heißt bei euch? Niki. Niki ist ja bei uns eher so Kunstsamtpullover gewesen. Nein, ein Niki. Und ja, Niki ist ein Unterhemd. Das ist ja schon mal zum Verhängnis geworden mit Niki, ne? Das stimmt. Das war jetzt nicht in Bayern, sondern in Düsseldorf, aber trotzdem. In Düsseldorf, das war ganz furchtbar. In der fünften Reihe hat dann eine Frau gesagt, aber ich denke, der heißt Uwe. Ja, aber ich hatte einen Niki an. Ne? So. Auf dem Niki drauf stand. Auf dem auch Niki drauf stand. Ne? Weil ich dachte ja, die verstehen das, aber war eben nicht ganz der Fall. Und da hat die Nachbarin dann gesagt, na, vielleicht ist er ja schwul. Ja. Also daran merkt man auch, was die Sprache für eine Kraft hat. Und das ist was Wunderbares. Wobei mir ja eigentlich, muss man sagen, 89 das natürlich schon sehr übel genommen habt, dass ihr diese Ära Kohl, die wir ja zu dem Zeitpunkt vor dem Mauerfall als beendet wähnten, verlängert habt. Und das war natürlich auch stark, die Sachsen, muss man sagen. Am 19. Dezember 89, vor der damals noch als Ruine existierenden oder nicht existierenden Frauenkirche, als ganz Sachsen geschrien hat, ich schäme mich heute noch, aber wir können das Rad nicht zurückdrehen. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier wohnst, ich habe ja damals schon nach dir gerufen. Und das ist die Wahrheit. Ja. Und der andere, aber das hätten wir euch sagen können, dass wenn man Helmut ruft, dass dann der andere kommt. Ja. Das und die hätte ich damals auch schon sagen können. Ja, das ist Wahnsinn. Verstehst du? Aber irre ist du warst ja an dem Tag auch da. Ja. Auch an der Frauenkirche. Ich war an der Frauenkirche, hatte vorher einen kleinen Vortrag gehalten über die Vogelwelt, weil man durfte ja Erich Honecker in der DDR, also 89, nicht großartig nachmachen. Und da musste man sich einer zweiten Ebene bedienen und das war über Vögel, habe ich also gesprochen. Ne? Hat eben gesagt zum Beispiel, dass auch aus Rotkehlchen Mauersegler werden zum Beispiel. Und das wurde verstanden. Und habe auch vom hohlen Horst gesprochen. Und da hatte ich einen Trachtenjanker mir angezogen, das weiß ich heute noch. Es war vormittags und da haben die Leute zu mir gesagt, du bist nur ein Nazi, weil man einen Trachtenjanker kannte man ja in der DDR nicht. Ne? So, da habe ich mich schon gewundert, wenn man von Klamotten auf den Inhalt schließen könnte, aber gut, es war eben so. Ja, und dann hatte ich den Trachtenjanker noch am 19. nachmittags an, auf dem Vorplatz von der Frauenkirche. Neumarkt. Und da haben sie gesagt, weil ich nicht mitgeklatscht habe, haben sie gesagt, du bist wohl noch so ein rotes Schwein. Also innerhalb von einem Tag war man eben ein Nazi oder eben Rechter, das geht fließend. Oder ein rotes Schwein. Oder ein rotes Schwein. Ja, klar. Schon irre. Ist irre. Ja. Die Zeiten sind sowieso merkwürdig. Sind ja alle, die mit dem Kurs der Kanzlerin nicht einverstanden sind, sind ja entweder Rechte oder Nazis oder rechte Nazis oder kommen eben aus Dresden. Es mutet alles ein bisschen an in diesen Zeiten. Haltet den Dieb, er hat mein Messer. Ja, ja, schaffen uns die Feinde selber. Ja.
Möglichkeit. Aber es gibt ja noch andere Missverständnisse auch. Schau, sprachlich zum Beispiel. Sprachlich ist ja Sachsen, wir haben es ja schon kurz erwähnt, aber ja durchaus auch immer wieder eine Überraschung gut. Ne? Ja, oh ja, das stimmt. Du meinst die schön mit Uschi Glas, die Geschichte? Ja, oder? Zum Beispiel auch, wenn du jetzt mal denkst an, was ich sehr, sehr lustig finde, die Geschichte ist mit dem Kaffee. Wir haben es ja davon gehabt, heute, wenn du einen Kaffee bestellst, weiß ja kaum noch jemand, was du überhaupt haben willst. Es gibt ein enormes Spektrum und das ist diese Geschichte, wie reduziert die Sprache da eigentlich früher mal war zu dem Thema, die ist auch sehr schön, finde ich. Weißt du, mit dem Kaffee, und, also mit dem Bohnenkaffee. Ja, mit dem Bohnenkaffee und mit dem Cappuccino und dann mit dem Kaffee komplett. Soll ich die jetzt... Ja, ich sage nur, also. Nee, weil im Programm fängst du immer an, das Problem. Im Programm fange ich immer an, ja, ja klar, mit dem Kaffee. Wenn du halt einen Kaffee bestellst, weißt du, musst ja halt praktisch, wenn du, gibt es ja diese ganzen Coffee Companies und so, wenn du da einen Cappuccino bestellst, kriegst du überhaupt nicht mehr. Ja? Du musst fragen, welchen Geschmack? Ja. Wollen Sie Cranberry oder Krusty Crunch Cream? Ja, aber jetzt beim